Hildegard ist, die Stadtoase. Wir sind jetzt heute live dabei beim Richtfest. Leider nicht alle vor Ort, das ist pandemiebedingt. Wir beschränken uns hier vor Ort auf einen kleinen Kreis. Wir stehen jetzt erstmal draußen noch vor dem Gebäude, gehen dann aber gleich hoch und feiern das eigentliche Richtfest drinnen. Das Richtfest ist ja das Fest der Handwerker. Keine Angst, alle Handwerker bekommen was zu essen. Ja, aber das machen wir dezentral. Zur Einleitung zunächst mal die Übergabe an den Herrn Architekten Mann, der etwas zu den restlichen Gebäuden und zum Gesamtensemble sagt. Herr Mann, bitte. Ja, guten Morgen. Wie Herr Gemünden schon gesagt hat, es geht heute eigentlich um das Richtfest für das Haus Novum. Und ich mache so ein bisschen warm ab über das Haus, was daneben steht, das Haus Lumina. Das steht an der Stelle der ehemaligen Pneumologie. Die wurde nach dem Krieg in den 60er Jahren gebaut. Es stand vor dem Krieg schon mal eine Pneumologie hier, die eine ähnliche Typologie, allerdings in historischer Form hatte, wie das jetzige Gebäude mit Lodgien, die hier nach Süden geöffnet waren, um einfach die Leute, die frische Luft brauchten, auf die Terrassen legen zu können. Die beiden Gebäude haben eigentlich die prominenteste Lage bei dem Projekt. Bei mir heißt es immer noch Hildegardis Park, aber bei der Firma Molitor Hildegardis die Stadtoase. Wir sehen hier auf dieser Darstellung das Gesamtprojekt mit dem Bettenhaus, den wellenartigen Balkonen, den kubischen Baukörpern im Hintergrund, die von unserem Büro geplant wurden. Mann und Schneeberger, Schneeberger steht da hinten. Der Altbau und die umgebenden Gebäude wurden von dem Büro BGF Plus aus Wiesbaden geplant und wir haben eigentlich gut zusammengearbeitet, kann man sagen. Ja, also das Gebäude Lumina, das wir gebaut haben, nutzt einmal die Südlage, den Bezug zur Natur. Wir sehen hier diesen alten Baumbestand, den wir gerne erhalten haben, aber auch erhalten mussten. Und den Bezug zu den Römersteinen, das was eine ganz eigene Qualität hat für dieses Gebäude. Wir haben die Grundrisse deswegen auch so orientiert, dass alle Wohnräume, teilweise auch Schlafräume, nach Süden orientiert sind, zu den Römersteinen hin, zum Grün. Die Fassade haben wir fast komplett in diese Richtung verglast. Davor sind 2 Meter tiefe Lodgien, die einmal den Sinn haben, im Sommer die hochstehende Sonne davon abzuhalten, in die Wohnung zu scheinen, diese aufzuheizen. Das wird aber im Winter, wenn die Bäume entlaubt sind, ein Vorteil sein, weil dann die Sonne tief in die Wohnung eindringt. Wir haben für die Gebäude, die wir geplant haben, so ein Gesamtkonzept mit einer Mischung aus Ziegelverkleidung, die in der Regel in den Sockelgeschossen stattfindet. Bei diesem, teilweise beim ehemaligen Bettenhaus, dreigeschossig verkleidet, dann zweigeschossig. Für dieses Gebäude, das Lumina, haben wir uns eine andere Art der Fassadengestaltung ausgesucht. Das ist, man sieht es hier durch die Bäume, eine patchworkartige Verteilung der Ziegelflächen auf der Fassade, die sich dann in Wandscheiben, die dann vor die Lodgien, die ja relativ lange sich vor das Gebäude schieben, da auch nochmal eine Gliederung bringen, die in Bezug hat zu den Ziegelsteinen. Der Blick aus den Wohnungen ist vor allen Dingen oben, in den oberen Geschossen, geht über Bretzenheim und vom Staffelgeschoss aus, was sehr große Dachterrassen hat, bis nach Rheinhessen rein, rüber zur Uniklinik. Und ja, das ist in Kürze das, was ich dazu sagen kann. Wer mehr Interesse hat, es gibt auf dem YouTube-Kanal von Molitor eine ausführliche Information. Wir haben schon mal so ein Video, ausführlichere Videokonferenz hier gehabt. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung. Wir sind so davon überzeugt, dass aus meinem engsten Familienkreis auch jemand eine Wohnung hier gekauft hat. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Architekt auch vielleicht selber auch was kauft, wenn er es kann. Die Honorare sind ja nicht mehr so hoch wie früher. Das war's. Gut, dann gehen wir jetzt hoch. Ne? Ja, dann gehen wir einmal hoch. Ne? So, dann laufe ich mal vor. Jo.
Herzlich willkommen zu unserem Online-Richtfest im Wohnquartier Hildegardis. Allen voran begrüße ich die Käufer, die leider nicht da sein können, weil wir pandemiebedingt leider online sind. Wir sind heute hier nur mit einem kleinen Teil eines Richtfestes. Auch die Handwerker, es ist ja das Fest der Handwerker, auch die Handwerker sitzen separat. Aber keine Angst, es gibt auch gerade für die Handwerker was zu essen. Das haben wir natürlich dann auch entsprechend organisiert. Ja. Wir haben 150 Fresspakete gepackt. Bei uns im Betrieb ist es ja so oder so, dass wir ja eine Betriebsimpfung angeboten haben über den Betriebsarzt. Das heißt, bei uns ist über den Betriebsarzt der Betrieb so ziemlich komplett durchgeimpft. Das haben wir auch auf unsere Nachunternehmer ausgedehnt, sodass wir im Großen und Ganzen relativ unbeschwert arbeiten können, damit es auch weitergeht. Als erstes darf ich unsere Baudezernentin Frau Grosse begrüßen, ganz herzlich hier, und auch Herrn Strohbach. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal für das sehr kooperative Planungsverfahren hier im Quartier bedanken. Wir haben das ja in einem kooperativen Dialog zusammen im 34er entwickelt. Das ist, denke ich, so in der Größe auch nicht alle Tage. Ganz herzlich begrüße ich auch den Ortsvorsteher der Oberstadt, Herrn Köbler. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Auch das ist eine Geste des Willkommens unserer neuen Bewohner hier im Hildegardis. Ein ganz besonderer Gruß geht an Herrn Arno Alborn und an Herrn Ilmar Limley. Wo ist er gerade? Ah, da hinten, ja. Von der Industria Wohnen, die mit ihrer Investition, es sind ja nicht alles hier Eigentumswohnungen, sondern ein großer Teil der 445 Wohnungen im Quartier hier sind Mietwohnungen, die mit ihrer Investition in 347 Mietwohnungen sehr viel Wohnungsangebot für Mainz dazu bringen und dies inklusive 25% gefördertem Wohnraum. An der Stelle vielen Dank. Ein besonderer Dank auch an den Herrn Schmidt, Vertriebsdirektor der Sparkasse Rhein-Nahe, da ist er, ja, der natürlich auch mit ein klein wenig Kleingeld dem Projekt zum Gelingen verholfen hat. Vielen Dank. So, dann ein Gruß an die Architekten des Quartiers, Uwe Bord, der hier dieses Haus, da ist er, der hier dieses Haus entwickelt hat. Das ist eine monumentale Aufgabe, aber da kommen wir nachher nochmal zu, in vielen Bedingungen und in vielerlei Hinsicht. Herrn Tobias Schneeberg und Herrn Ludwig Mann, die dann für den restlichen Gebäude des Quartiers auch gemeinsam mit Herrn Viktor Kamphausen, da ist er, der für die Außenanlagen verantwortlich zeichnet, das Quartier entwickelt haben. Und jetzt kommen wir zu den Hauptakteuren des heutigen Tages, zu den Zimmerleuten, Herrn Nils Rosner, Herrn Bernd Bornheimer und Herrn Alexander Mercedes. Und irgendeinen habe ich jetzt noch nicht. Gut. Das ist ein sensationeller Dachstuhl, in dem wir hier sind. Und nicht nur ein Dachstuhl, sondern es ist ja ein ganzes Gebäude. Es ist ein sensationeller Holzbau. Und dieser Holzbau ist entstanden aus einer besonderen Aufgabe, die mein Vater an Herrn Bord gestellt hat. Und zwar wollte mein Vater explizit hier in der direkten Nachbarschaft zu den Römersteinen, die ja an sich schon ein Monument sind, dieses Monument mit einem weiteren Monument vervollständigen. Und die Aufgabe an Herrn Bord war nichts weniger als, wir möchten gerne ein Monument haben. Und dieser Aufgabe kam er nach, indem er das, was ich so gerne habe, nämlich gerade aufeinander stehende Wände, ein wenig verändert hat, sodass jetzt im Endeffekt alles hier komplett gefaltet ist. Ja. Und das ist natürlich an sich ein Novum. Ja, und wir haben uns natürlich jetzt als Bauträger und Baufirma überlegt, wie machen wir das? Also ganz so schlimm wie bei der Synagoge ist es hier dann nicht. Aber die Herausforderung geht in eine ähnliche Art und Weise. Und dann ist für uns natürlich die Frage, was machen wir? Normal, klar, als Handwerksbetrieb denken wir immer gerne erstmal ein Mauerwerk. Das geht natürlich hier nicht. Ja, ist alles schief, schepp, krumm. Ja. Dann haben wir weitergedacht, Betonfertigteile geht auch immer, wenn man was vorfertigen kann. Ja, dann habe ich bei Betonfertigteilen ist das Thema Lasteinleitung im Faltwerk ist ein Riesenproblem. Ist nicht so wirklich, ging sich nicht so aus. Dann haben wir weitergedacht, natürlich Beton, klar.
Wir sind ja auch Beton- und Stahlbetonbauer, haben dann in Beton gedacht. Wir sehen hier auch sehr viele Betonwände. Aber mehrfach gefaltete Wände im Beton zu schalen, ist sehr aufwendig. Und der ein oder andere Anwesende hier weiß, welche hohe Handwerkskunst es ist, eine derartige Schalung zu bauen. Klammer auf, wir mussten auch die ein oder andere Ecke tatsächlich auch in Ortbeton machen, weil der Tragwerksplaner, bei dem ich mich heute auch nochmal explizit bedanken möchte, das Büro Wagner und Zeiter, was hier für den Holzbau speziell verantwortlich zeichnet, weil er an der einen oder anderen Ecke mit den Lasten nicht ganz klar kam. Also die ein oder andere Ecke haben wir tatsächlich in Ortbeton gemacht, aber wir haben uns entschieden, den Hauptteil des Dachtragwerkes über diese zwei Geschosse in Holz zu machen. Und dies aus folgenden Gründen. Ich kann im modernen Holzbau, wie man hier sieht, mit so einem Brettsperrholz unglaublich gut eine Arbeitsvorbereitung machen. Alles ist hier komplett mit CNC-Robotern vorgefräst. Ich kann die Bauteile perfekt auf die Geometrie abstimmen und erhalte durch diese roboterisierte Fertigung, Vorfertigung und Arbeitsvorbereitung eine sehr hohe Präzision. Ja, die ist, wenn ich vor Ort schale, nicht so ganz einfach herzustellen. Bedingt aber auch natürlich eine unglaubliche Arbeitsvorbereitung, die sich auch über mehrere Wochen im Vorfeld gezogen hat. Und dazu kommt, dass wir ja hier im Holzbau von tragenden Bauteilen reden. Das heißt, diese ganzen Wandscheiben tragen und sie müssen die Kräfte auch mehrmals um die Ecke umleiten. Das packt der Holzbau an sich teilweise auch nur mit ein klein wenig Hilfe vom Stahlbau. Das heißt, wir sehen hier sehr viel Stahlträger in entsprechenden Stößen. Das heißt, wir mussten hier, das war die Herausforderung, den Stahlbetonbau mit Stahlbau und Holz unter einen Hut bringen, was, wie ich finde, an dieser Stelle sehr gut gelungen ist. Wir haben versucht, und das ist auch eine Herausforderung, die aus dem klassischen Baumeisterverständnis, was mein Vater über Jahrzehnte immer geprägt hat, herauskommt. Wir versuchen, das Gebäude ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, wir weisen den unterschiedlichen Traggliedern entsprechend ihrer Möglichkeiten die Lasten auch zu, beziehungsweise wir ordnen die Traglieder da an und in der Form und der Materialität, wo sie sinnvoll sind. Zum Beispiel, wenn ich eine Wohnungstrennwand habe, wo ich eine große, hohe Masse brauche, dann steht da Beton. Ganz besonders natürlich Treppenhauswand, da steht Beton. Eine Decke macht wirtschaftlich aus Holz keinen Sinn, ist Beton. Ja? Hat gleichzeitig damit auch die hohe Wärmespeicherfähigkeit, die ich für ein ausgeglichenes Raumklima brauche. Ja? Und das kann ich wiederum mit einer Fassade kombinieren, wo ich die ganzen Vorteile, die ich im Holzbau habe, hohe Vorfertigung, niedrige Montagegewichte und einfache Bearbeitung komplexer Geometrien, ja, und eine schnelle Montage, das kann ich kombinieren. Und das machen wir hier an dieser Stelle in einer Art und Weise, die, denke ich, in Rheinland-Pfalz per heute ihresgleichen sucht. Ja. Auch wir wurden natürlich von dem Thema Holzverknappung nicht ganz verschont. Das heißt, auch da gab es ein kurzes Setback, obwohl wir ein Jahr vorher das Holz bestellt haben. Aber gut, nun ist es fertig und nun legen wir los mit dem Richtfest. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und darf übergeben an unsere Baudezernentin, Frau Marianne Grosse. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gemünden Junior, Herr Gemünden Senior, Herr Ortsvorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also jetzt will ich nicht übertreiben, ja, aber das ist schon echt ein Erlebnis hier oben. Ich weiß auch, warum Sie es ausgewählt haben, ist klar. Ne? Wirklich höchst beeindruckend, auch dieser Blick auf die Römersteine, das kann man sich eben vorher nicht vorstellen. Das ist so, Sie planen etwas und richtig ein Gefühl dafür, wie es dann wird, bekommt man erst, wenn man in dem Gebäude steht. Und da muss ich schon sagen, boah, Respekt, wirklich toll. Bevor ich jetzt auf die Zeit heute komme, möchte ich gerne, das ist so eine kleine Krankheit der Baudezernentin, möchte ich gerne auf die Historie nochmal eingehen. Die ersten Planungen stammen ja aus dem Jahr 2000. Das war vor meiner Zeit. Und da stand noch eine völlige Niederlegung des gesamten Gebäudekomplexes im Raum. Und da hat der Stadtvorstand damals im Jahr 2005 gesagt, nee Leute, das wollen wir nicht. Also das wollen wir nicht. Guckt, da, ob ihr es irgendwie hinkriegt, dass die Bestandsgebäude erhalten bleiben und dass wir da auch im Feld vereinbar ist. Und mit dieser städtebaulichen Zielvorgabe wurde dann im Rahmen eines Planungsworkshops oder mehrerer ein allgemeines Bebauungskonzept entwickelt, das vom Erhalt der Bestandsgebäude und
punktueller Nachverdichtung ausging. Also eine, wie ich finde, absolut perfekte Kombination. Und das aktuell sich in der Umsetzung befindliche Gesamtkonzept, in welches heute im Mittelpunkt natürlich dieses Gebäude steht, Novum, das begrüße ich außerordentlich. Wenn Sie hier aus dem Fenster gucken und Sie sehen die denkmalgeschützten oder das alte Bestandsgebäude und dann auch die neu entwickelten Bauten, an denen sehr kunstvoll, finde ich, auch neue Elemente angebracht wurden, die wir alle im Planungsprozess sehr dezidiert besprochen haben, ist das einfach eine herausragend gute Kombination, die eben auch genau das erfüllt, was wir wollten, nämlich sie fügt sich sehr gut ein. So ist es auf der Baustelle. Sie fühlt sich sehr gut ein in das gesamte Umfeld. Hier entstehen insgesamt 450 Wohneinheiten, davon 25% sozial gefördert. Auch dafür vielen Dank. Das ist etwas, was wir vereinbart hatten miteinander. Und hier wird auch eine Kindertagesstätte entstehen. Jetzt gucke ich zum Ortsvorsteher. Der wird auch das sehr begrüßen. Der Erhalt und der Umbau des historischen Krankenhausgebäudes, der freut mich natürlich sehr, weil das ein ganz großer, offener Empfang ist und auch zeigt, dass unsere historische Stadt und unsere Stadtgesellschaft, die ja auch sehr auf die historischen Bauwerte Wert legt, dass wir dem Rechnung tragen und Sie, dass wir das gemeinsam erreichen konnten. Und auch die Umgestaltung des Bettenhauses, ich bin eben noch mal oder schon mal kurz darauf eingegangen, wie kunstvoll das gemacht ist, die Struktur zu erhalten, aber dann doch letztlich neue Elemente einzufügen ist. Finde ich wirklich richtig gut, das ist Baukultur. Das ist Baukultur im besten Sinne. Und ich habe eben mit meinem Stadtplanungsamtsleiter Herrn Strohbach ein bisschen geflüstert und gesagt, als wir vor 4 Jahren, erinnern Sie sich, durch das alte Krankenhausgebäude gegangen sind, da war das schon so ein bisschen spooky. Und wir haben alle gedacht, boah, Shining lässt grüßen. So ein altes Krankenhausgebäude ist jetzt auch nicht so ganz charmant. Und was daraus geworden ist, wie sich das geändert hat, dass wir tatsächlich jetzt, ja, ich sag mal, so eine Stadtoase, Hildegardes Stadtoase hier miteinander begrüßen können und dass wir eine solche Entwicklung hier am ehemaligen Standort des Hildegardes Krankenhauses gemeinsam erleben können, ist schon für die Stadt eine ganz große Entwicklung. Und jetzt komme ich auch nochmal zum Zeitrahmen. Ja, Herr Gemünden, wir haben nach 34 genehmigt und haben dafür nicht nur Präsentkörbe nach Hause gekriegt, das sage ich Ihnen auch, weil solche Prozesse immer schwierig sind. Wir sehen aber, dass alles, was wir gemacht haben, richtig war. Nachher sind immer alle dabei, das kennen wir auch, ja, und sagen, ja, natürlich habt ihr es richtig gemacht, aber die ersten 2 Jahre war es schon wirklich nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel an Skepsis aus dem gesamten Prozess rausnehmen konnten, weil wir diese Workshops gemacht haben und weil klar war, die sind gut begleitet. Wir haben gute Architekten, wir haben Leute, die sich auskennen mit dem, was sie tun und wir haben städtebaulich eine gute Konstruktion hinbekommen, auch ohne Bebauungsplan. Und wir haben mit Herrn Neppel, der ja auch ein ehemaliges Mitglied unseres Planungs- und Gestaltungsbeirates ist, aus Köln auch einen exzellenten Berater an ihrer Seite gehabt. Also ich glaube, auch all das, was wir hier städtebaulich realisieren können, was wir in der Planung hatten, worauf wir auch großen Wert gelegt haben. Und da haben wir dann auch manchmal genervt, aber so ist es eben, das ist unsere Aufgabe. Wir sind zu herausragend guten Ergebnissen gekommen und das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank an alle. Besonderer Dank an die Handwerkerschaft. Ohne sie geht gar nichts. Ich bin schwer beeindruckt, ehrlich. Sie müssen mir das gleich nochmal erläutern, wie das genau geht. Ich habe eben schon gesagt, also hier wohnen kann man auch, ne? Ist aber wahrscheinlich schon weg, meine ich. Vielen, vielen Dank dafür. Exquisit, toll, ein alter Standort, der jetzt wirklich zu einer Praline in der Landeshauptstadt Mainz wird. Wir schaffen viel Wohnraum in qualitativ hochwertigem Umfeld und genau das wollen wir. Dazu noch 25% geförderter Wohnraum. Alles bestens. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Frau Krosse, sehr geehrte Herren Gemünden, werte Ehrengäste, liebe Handwerkerschaft, Mitarbeiterschaft, ich freue mich natürlich als Ortsvorsteher hier zu sein. Ich glaube, dass es gerade für Ortsvorsteher eine doppelte Freude ist, Richtfest zu feiern, weil zum einen man jetzt so erkennen kann, was hier eigentlich geschieht, aber zum anderen auch, weil natürlich gerade für Anwohnerinnen und Anwohner das heißt, jetzt ist sozusagen die ganz staubige Phase der Baustelle auch vorbei und jetzt geht es auch wirklich voran. Das ist hier, das ist ja schon angedeutet worden, für die Oberstadt, aber ich denke für die Stadt insgesamt auch ein ganz besonderer Ort, ein
auch identifikationsstiftender Ort, zwischen Römersteine und Friedhof, zwischen Schäfchenwiese und Universität. Das ist etwas, was hier die Menschen immer gerne aus verschiedenen Gründen auch aufsuchen und auch ja, ganz persönliche Beziehungen damit haben. Und natürlich ist es das ehemalige Hildegardes Krankenhaus, in der viele, so auch der Ortsvorsteher der Mainzer Oberstadt, geboren worden sind. Und von daher freue ich mich jetzt auch sehen zu können, was hier sozusagen auch in der Kombination von historischem Bestand und eben auch Neuem entsteht. Und ich finde es wirklich auch sehr, sehr gelungen. Und natürlich hoffe ich auch, dass es auch angenommen wird. Und ich gehe aber auch davon aus, dass also dieses neue Quartier nicht nur sozusagen in sich gut lebt, sondern auch die Menschen, die jetzt schon hier wohnen, mit aufnimmt. Und ich denke, klar, auch dafür ist eine Kita ein ganz wichtiger Punkt. Und wir brauchen auch die Kita in der Oberstadt, weil wer hier lebt, der lebt hier gerne. Und deswegen haben wir auch immer mehr Kinder und dann werden halt auch mal die Kita-Plätze wieder knapp. Und deswegen ist das hier, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, dass man hier gut leben kann. Und deswegen freue ich mich jetzt schon darauf, wenn dann hier die ersten Menschen eben einziehen und wir sie hier als neue Mitbürgerinnen und Mitbürger begrüßen können. Und dann wünsche ich noch eine gute Ausführung und vor allem alles Gute für dieses wirklich beachtliche und tolle Projekt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Köbler, für die angenehmen Worte. Sehr geehrte Frau Baudezernentin Rosse, sehr geehrter Herr Köbler, lieber Herr Gemünden, zwei Personen, Herr Bort, Herr Rosner und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich habe die Baustelle bzw. das Grundstück 2018 zum ersten Mal in Augenschein nehmen dürfen und das Erste, was ich gedacht habe, war, das ist ein ambitioniertes Projekt, ohne Wertung. Und ich weiß selber, ich habe Architektur studiert, bin selber Architekt und weiß, dass für Architekten große Herausforderungen oder schwierige Projekte im Grunde genommen nichts Ungewöhnliches sind und habe aber dann bei dem Blick auf die Planung einfach gesagt, das wird vermutlich für alle Beteiligten ziemlich heftig werden und zwar für alle Beteiligten. Was passiert hier? Das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Auf diesem Gebiet treffen so unglaublich viele Dinge aufeinander, was es bei Wohnungsprojekten geben kann. Also Sie haben Sanierung hier, Sie haben Neubau, Sie haben Abriss, Sie haben eine dreigeschossige Tiefgarage, die irgendwie verkehrt herum funktioniert, weil Sie irgendwie unten reinfahren und dann nach oben fahren, obwohl es eine Tiefgarage ist. Muss man nicht verstehen, aber es funktioniert. Es ist ein Mix aus ganz verschiedenen Architekturstilen, alt, neu, man muss nur aus dem Fenster schauen. Unterschiedliche Materialien, die aufeinandertreffen, sehr schön auch von Ihnen dargestellt, eine Herausforderung an die Statik, an die Tragwerksplanung. Ich, wie gesagt, habe schon einige Baustellen gesehen in meinem Leben, so einen Dachstuhl habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Es ist beeindruckend und es ist vor allen Dingen auch eine Herausforderung an die Planer, an die Architekten und an die Ausführenden selbstverständlich, wenn sie diese Materialität zusammenbringen. Es ist nicht nur aufwendig und teuer, es ist auch einfach sehr schön mit anzusehen und vor allen Dingen, wenn man sich das dann irgendwann mal verkleidet vorstellt, mit Fenstern hoffentlich, dann entstehen daraus auch hochinteressante Räume. Es kommen Fenster rein. Gut, okay, alles klar. Industrie Wohnen, für die ich heute hier spreche, ist verantwortlich oder letztendlich mitverantwortlich dafür, dass Kapital und Bauprojekte miteinander zusammengeführt werden. Und das hoffentlich in einem funktionierenden Marktumfeld. Wir kümmern uns darum, dass Geldgeber in Form von Pensionskassen, von Versorgungswerken, letztendlich Rentengelder, die sie auch wieder anlegen wollen oder anlegen müssen, in sinnvolle Investitionen überleiten. Und unserer Meinung nach, ich meine, wir machen nur Wohninvestitionen in Deutschland, aber unserer Meinung nach gibt es momentan kaum eine sinnvollere Investition, als in solche Projekte zu investieren und vor allen Dingen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen oder auch, wie Sie sagten, Frau Grosse, bis zu 20, 25% geförderten Wohnraum zu erstellen.
Das ist ein Politikum und ich glaube, auch dieses Projekt findet eine ganz hervorragende Antwort darauf. Wie gesagt, die Gelder, die wir verwalten, oder ein Großteil stammt von langfristig orientierten Anlegern, die auch lokal verortet sind. Das ist uns auch wichtig. Und es sind Gelder, die für die Altersvorsorge bestimmt sind. Das heißt, auf der einen Seite schafft man es mit diesen Projekten, Menschen in Wohneigentum oder in überhaupt bezahlbares Wohnen zu bringen. Auf der anderen Seite finden wir vernünftige Möglichkeiten, um Anlagegelder entsprechend auch sinnvoll anzulegen. Urbanität, vielleicht nochmal als Stichwort, weil das hier auch ein Projekt ist, was das sehr gut wiedergibt, ist für mich diese gestalterische oder soziale Vielfalt, die in so einem Quartier wunderbar eine Entsprechung findet. Es sind kurze Wege, es sind im Prinzip in fußläufiger Entfernung alle möglichen Einrichtungen, die man für den täglichen Bedarf tatsächlich auch benötigt. Und es ist dieser Mix. Sie haben große Wohnungen, kleine Wohnungen, gefördert, frei finanziert, sehr hochwertig, ein bisschen einfachere Ausstattung. Und dieser Mix macht es letztendlich auch möglich, dass hier ganz viele unterschiedliche Menschen einfach ein gemeinsames Quartier finden, gemeinsam beziehen und dann später auch gemeinsam mit Leben füllen. Ja, ein Richtfest ist vor allen Dingen dazu da, um einmal Danke zu sagen. Und ich möchte hier auch mal mit den wichtigsten Leuten beginnen. Ich sage immer, das sind dann nicht die Anzugträger, ich schließe mich damit ein, sondern das sind wirklich die Leute, die hier, die Baufirmen, die Bauleiter, die morgens um 7 hier auf der Baustelle stehen, bis spätabends hinein, die hier wirklich bei Wind und Wetter draußen stehen und der Natur, sage ich mal, ausgesetzt sind und ihren Mann stehen oder ihre Frau stehen. Stellvertretend für Sie alle herzlichen Dank an Herrn Gemünden und sein Team auch für die Einsatzbereitschaft und insbesondere auch für die Geduld mit uns. Ich glaube, wir hatten den einen oder anderen Änderungsvorschlag, Herr Limley, ab und zu mal am Hörer gehabt mit neuen Ideen. Man muss nicht alles umsetzen, aber vielen Dank auch nochmal an der Stelle für die Geduld. Danke auch natürlich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mainzer Stadtverwaltung. Und stellvertretend mit Ihnen, Frau Grosse, und ich denke, dass hier wirklich ein Quartier entsteht, was sich sehen lassen kann. Sie haben das erklärt, auch wie das entstanden ist, aber das ist definitiv die Mühe wert gewesen im Vorfeld, denke ich. Die Zahl der Beteiligten ist groß und ich kürze es an der Stelle etwas ab und möchte einfach gegenüber allen Mitwirkenden auch wirklich meinen ganz großen Respekt, meine Anerkennung und auch Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ich denke, wir liegen sehr gut im Rennen mit diesem Gesamtprojekt. Die ersten Wohnungen werden bald bezogen werden können. Und jetzt sind wir auf den letzten Metern in der Vermietung. Herzlichen Dank auch an alle Zuschauer. Und ich denke mal, dass es, auch wenn es ein virtuelles Richtfest ist, werden wir doch ein bisschen Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen, miteinander zu feiern. Vielen Dank. Guten Tag, sehr geehrte Frau Grosse, sehr geehrter Herr Strohbach, sehr geehrte Familie Gemünden, sehr geehrte am Bau Beteiligten. Als mich die Familie Gemünden ansprach, dass ich mich hier um diesen Bauplatz, um dieses Haus hier kümmern soll, wohnten zwei Seelen in meiner Brust. Einerseits war ich total begeistert zwischen den altehrwürdigen Römersteinen und dem nicht minder ehrwürdigen Hildegardis zu bauen. Andererseits ist es natürlich auch eine schwere Last, der man gerecht werden muss. Und man weiß ja nie, ob hinterher alles gelingt, aber am Anfang hat man erstmal das weiße Blatt Papier vor sich und ist am Überlegen. Wir sind hier auf ein skulpturales Gebäude, haben wir hier entwickelt, aus der Gegebenheit. Zum einen waren Baufenster vorgegeben durch die Workshops, die Frau Grosse schon angesprochen hat. Zum anderen haben wir ein sehr verspieltes Hildegardis, später Jugendstil, dieser Altbau mit seinen Türmchen und Erkerchen und Giebelchen. Auf der anderen Seite 2000 Jahre Geschichte Römersteine,
da fühlt man sich schon so ein bisschen im Schraubstock, ja. Und wir haben dann die Flucht nach vorne begangen und haben uns überlegt, wir sind in 2020, 2021, wie können wir da antworten drauf? Wir gehen nicht, wir möchten einen Dialog eingehen zwischen all diesen Randbedingungen, und dabei sind wir auf eine sehr skulpturale Architektur gekommen, sehr puristisch, und haben ein Gebäude entwickelt, das sich nach oben einer Draufkante zusammenfaltet mit ganz unterschiedlichen Faltungen. Dieses Gebäude bekommt dann eine sehr uniforme Fassade, die genau das Gegenteil macht von dem, was das alte Hildegardis-Krankenhaus macht, nämlich sie ist ganz puristisch, skulptural und ist sehr ruhig von der Fassade. Und das ist der Dialog, der mit dem Hildegardis dann begangen wird, dass eben das Neue mit dem Alten sich unterhält. Wir haben andererseits Draufkanten vom Hildegardis übernommen, wir haben Dachhöhen vom Hildegardis übernommen und wir haben mit dem Hildegardis zusammen eine schöne Grünanlage, die in der Mitte liegt, und auch da haben die beiden Gebäude einen Dialog. Wie entwickelt man jetzt so eine Faltung? Ich weiß nicht, ob wir es vor 10 Jahren schon hätten so gut hinbekommen. Mittlerweile sind die Büros alle auf 3D-Architektur eingestellt und entwickeln alles im 3D. Und dann kann man solche Formen, solche Schrägen auch entwickeln und baubar machen. Ja, und die Handwerker haben es dann auch sehr gut hinbekommen, unsere kühnen Ideen so umzusetzen, wie wir sie im Plan uns gedacht haben. Durch diese Faltung entsteht einerseits im Außenbereich eine Fassade, die auch leichte Knicke hat und nach oben sich zurückfaltet. Und es entsteht aber auch, wir haben ja hier relativ hohe Gebäude in der Umgebung, nochmal eine fünfte Ansicht von oben. Wenn man das Haus von oben anschaut, sieht man auch, dass diese Faltung im Prinzip aus Wänden werden Dachschrägen, und aus Dachschrägen wird ein Dach, dass das Ganze sehr körperhaft gedacht ist und wir eine sehr interessante fünfte Ansicht praktisch auch von oben bekommen haben. Also das ist so die Entwurfsgeschichte, die natürlich begleitet war von viel kleinen Details, viel aufwendigen Details, von Fügungen, wie stoßen die unterschiedlichen Winkel aneinander. Und da haben wir uns natürlich auch eng mit den Baufirmen abgestimmt, wie das alles zusammen funktioniert. Auch die Fassade, wie wir die Fassade, diese Knicke, dadurch, dass man die Ebene ja immer verlässt, werden die Knicke ja auch mit verschoben und die Fassadenebenen werden anders. Das ist alles so schnell hingesagt. Im Detail ist es dann doch sehr aufwendig und schwierig. Aber so entsteht interessante Architektur, und die dann nicht so verspielt ist wie Hildegardis, um das wir uns auch gekümmert haben. Wir haben ja auch im Büro parallel praktisch die Generalsanierung, die Revitalisierung vom Altbau gemacht. Und dieser Dialog auch innerhalb des Büros, die einen, die sich um den Altbau gekümmert haben, die anderen, die den Neubau bearbeitet haben, ist natürlich hochspannend und auch befruchtend. Ja, wenn Sie das Gebäude anschauen, wir haben an dem Gebäude natürlich einen hohen Fensteranteil, nach Süden vor allem zu den Römersteinen. Wir haben viele Balkone, die additiv auf die Fassade gesetzt wurden, mit dem Blick auf die Römersteine. Und hier oben haben wir dann auch Loggien. Der Mann hat
gesprochen. Wir haben hier auch die ein oder andere Loggia bauen dürfen, die nochmal die Skulpturalität des Gebäudes auch nach innen in das Gebäude hineinzieht und die Tiefe des Gebäudes zeigt. So entsteht nicht nur von außen ein interessantes Gebäude, sondern auch hier drin entstehen natürlich extrem individuelle Wohnungen, die natürlich nicht so ganz einfach zu bewohnen sind. Hier passt nicht jeder normale 0815 Einbauschrank rein. Aber das sind ja aus Erfahrung genau die Wohnungen, die die Menschen suchen und die sie interessant und spannend finden. Man will ja nicht den Einheitspreis, sondern man sucht ja genau die Wohnung, mit der man sich reibt. Das ist ja oft auch das Schöne, gerade an Altbauwohnungen. Hier sind wir jetzt sozusagen in einer Mansardwohnung, in einer gefalteten neuen Mansardwohnung. Wir sind begeistert, wir sind auch sehr dankbar an die Firma Gemünden, dass wir sowas entwerfen durften. Wie wir den Entwurf zum ersten Mal vorgestellt haben, war ich mir nicht sicher, ob ich aus dem Büro gejagt werde. Aber Sie haben es gleich sehr gut gefunden und dafür bin ich sehr dankbar für so eine offene offene Dialog und so viel Mut auch auf Bauherrnseite, sowas wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Vielen Dank an Sie alle. Danke. So, dann kommen wir jetzt zum Richtspruch. Ja, wir gehen jetzt einmal rüber. Und Richtspruch machen wir hier. Du schenkst nach. In alter Zimmermannstradition wird jetzt der Richtspruch gesprochen von Herrn Nils Rosner. Nee, mit. Zweimal. Und natürlich traditionell mit einem Glas Wein. Wenn. Nochmal. Er ist der Einzige, der heute hier was zu trinken kriegt. Das ist der große Vorteil, wenn man den Richtspruch hält. Vielleicht noch was zum Stand des Gesamtprojektes. Wir sind jetzt so weit, dass wir langsam aber sicher auch in der Vermietung angekommen sind. Man kann sich also auch für die Mietwohnung langsam aber sicher bewerben. So, Herr Rosner, bitte. Hallo. Es gibt noch zwei Azubis, die viel geleistet haben hier. Die sind leider nicht dabei, weil die sind der Berufsschule. Gruß geht raus. Verhallet sind es beides Schläge, verstummt ist die geschwätzte Säge. Drum preiset laut der Zimmermann, so gut wie er es eben kann, den herrlich schönen, stolzen Bau, der sich erhebt in diesem Bau, der unter Meisters Hand zu aller Freude hier entstand. Wohlgebaut nach kühnem Plan, den Architekt so klug ersann. Oh, die Pläne, welche Not! Keine der Wände war im Lot. Doch mit Können und mit Wagen, auch mit Mühe und mit viel Plagen, unser Handwerk dann vollendet, steht das Werk nun stolz beendet. Hoch, hoch, hoch! Mög Eintracht und Zufriedenheit drinnen herrschen alle Zeit. Des Künstlers, der den Plan gemacht, sei nun in Ehren auch gedacht. Hoch, hoch, hoch! Und sämtliche Gewerksgenossen, die mit uns bauten unverdrossen, grüß ich zum Schluss mit unserem zünftigen Gruß. Holz, 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 Holz her! Nun wünsche ich allen, die hier stehen, von Herzen Glück und Wohlergehen. Ich trinke auf Sie und auf das Haus mein frisch gefülltes Glas hier aus. Den letzten Schluck aufs Wohle ich leere des Handwerks, dem ich angehöre. Nun, Glas, zerschmettere im Grund, geweiht sei dieser Bau zur Stund. Klirrschepper. Thank you.
Ja, toll, guten Tag. Auch von mir noch ein paar Worte. Wir dürfen hier die Außenanlage im Hildegardes gestalten. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung, wie wir eben auch schon von den Architekten gehört haben, bei so viel Altbau, Neubau, hier auch die Grünsubstanz dann letztendlich hinzubekommen. Deswegen ist es natürlich toll, dass wir heute beim Richtfest hier oben auf diesem Dach stehen dürfen und eigentlich mal so diese Gesamtanlage sehen. Ja, es ist eigentlich einmalig, dass wir hier mitten in der Stadt eine so große grüne Oase finden. Daher auch der Name Hildegardes, die Stadtoase. Und die zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass wir nicht alles platt gemacht haben und alles neu gemacht haben, sondern eben auch sehr viel mit altem Baumbestand und alter Grünsubstanz gearbeitet haben. Wir haben also hier auf dem Grundstück ca. 50 bestehende Bäume trotz der Bauzeit und der Schwierigkeiten, die wir hier so hatten, erhalten und in die Grünkonzeption mit aufgenommen. Das ist, glaube ich, schon für so einen innerstädtischen Bereich sehr schön und haben da auch dank großer Planungsleistung von allen Beteiligten viel für den Baumschutz und die Erhaltung dieser Bäume getan. Hier im Hintergrund sehen wir beispielsweise eine sehr bedeutsame Platane und einen großen Kastanienbaum. Hier hinter dem Gebäude E haben wir dann noch eine sehr, sehr große Silberlinde. Also das ist schon gewaltig, wenn man diese Bäume dann auch sieht, wie die hier zusammen mit der Baumasse harmonieren. Ja, hier beim Hildegardes ist es ganz besonders, dass wir auch im Prinzip versucht haben, so viel möglichst Grünfläche in diesen bebauten Bereich reinzubringen, um da eine gewisse Qualität zu erschaffen. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen, wenn man am Ende sich das Gesamtbild anschaut, wie grün dieser Gesamtbereich hier zwischen den Gebäuden, aber auch die Flankierung zu den Römersteinen hin etc. passiert. Ich glaube, da hat man sehr viel Qualität geschaffen und das ist natürlich sehr schön, dass wir an diesem Projekt das hier wirklich so ausführen durften und auch dank der Bauherren ja sehr, glaube ich, hier einen großen Anteil an diesem Projekt einnehmen, was nicht selbstverständlich ist. Dafür möchten wir uns auch ganz herzlich bedanken und hoffen dann jetzt auf gutes Gelingen. Die Außenanlagen haben gerade begonnen und werden dann im Jahre 2022 in komplett fertiggestellt sein. Vielen Dank.